Wir lassen uns von den regimenahen Gewerkschaften unseren Tag nicht streitig machen, denn der 1. Mai ist von jeher untrennbar mit nationalen und sozialistischen Forderungen verbunden. Kameraden, der 1. Mai ist unser Tag! Der Mindestlohn momentan liegt bei 8,84 Euro. Und jetzt könnt ihr euch das einmal zusammenrechnen. Wenn man Steuerklasse 1 ist, Vollzeit arbeitet, dann geht man mit 1.400 bis 1.500 Euro nach Hause. Nach Abzug der Steuern bleiben weniger als 1.100 Euro. Das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr wird bei 1,5 bis 2% liegen. Also geht's doch aufwärts mit Deutschland. Ja, das meinen die Etablierten, dem deutschen Volke verkaufen zu können. Aber warum sinken denn die Arbeitslosenzahlen? Weil parallel dazu diejenigen, die Bedarfsgemeinschaft haben, die da etwas dazu bekommen müssen zum Aufstocken, immer mehr werden, weil die Hartz-IV-Empfänger immer mehr werden, weil diejenigen auch immer mehr werden, die in diesem Land noch nie etwas geleistet haben und die Hände aufheben und von unserem Staat Geld wollen. Dieser Wachstumswahnsinn bedient auf der einen Seite die Profitgier weniger und soll auf der anderen Seite das Zusammenbrechen der deutschen Sozialsysteme nur noch etwas hinauszögern. In Ihrer Sicht vielleicht hinauszögern über die nächste Wahl, über die nächste Amtszeit. Dies ist für uns aber keine Perspektive. Denn wir sind mittlerweile die Kinder, auf deren Rücken diese Politik gemacht wird. Daher brauchen wir neue Ideen und Denkansätze. Wir haben heute hier viel gehört über soziale Ungerechtigkeiten, über Probleme, die in diesem Staat ohne Frage vorherrschen. Probleme, die angegangen werden müssen. Aber machen wir uns mal nichts vor. Der Fisch stinkt vom Kopf. Es geht nicht darum, ob wir irgendwem irgendwann mal Rente bezahlen können oder sowas. Es geht darum, dass wir in einem System leben, was nichts anderes auf seine Fahnen geschrieben hat, als den Untergang unseres Volkes. Und das, genau das ist die Stelle, an die wir auf die Straße gebracht werden müssen, an der wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter.